Ja, wir haben im Rahmen des Versprechens, im Rahmen der Information und Präsentation unseres Leistungsangebotes jetzt einmal die Kommunikation besprochen. Das heißt, Sie haben gesehen, in dieser Phase der Kundenneugewinnung geht es darum, das Angebot glaubwürdig zu präsentieren und bei Bedarf darüber zu informieren. Das sind zwei unterschiedliche Prozesse. Ja, Information und Präsentation. Unterstützt wird das Ganze durch die Leistungspolitik. Die Leistungspolitik kann helfen, Glaubwürdigkeit in das ganze Thema hineinzubringen, indem ich offen und ehrlich mit meinen Konsumenten kommuniziere. Die Leistungspolitik unterstützt die Kommunikationsbemühungen bei der Schaffung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Die Frage ist, wie? Da gibt es erstens sogenanntes After-Sale-Service. After-Sale-Service bezieht sich auf Dienstleistungen, die den Kunden nach der Konsumation und Bezahlung der Dienstleistung oder des Angebotes oder der Leistung zur Verfügung stehen. After-Sale-Services sind gedacht, dem Kunden das Vertrauen zu geben, dass er sagt, wenn du was brauchst, wenn du ein Problem hast, genau dort kannst du anrufen. Eine schöne Werbekampagne von Mercedes, die in den Arabischen Emiraten gelaufen ist. Das heißt, you can tell by the taste. Ja? Also du kannst sagen, dass was falsch ist bei dem Auto, indem du ja, es schmeckst, es riechst, es brennt was, es ist was nicht in Ordnung. You can tell by the smell, ja? And you can tell by the sound. Also wenn ein Auto nicht richtig funktioniert, dann sollst du praktisch das After-Sale-Service von Mercedes-Benz anrufen und die holen dir das Auto in die Werkstatt und überprüfen es noch einmal. Ja? Das ist sozusagen die Aussage dabei. Sehr oft wird gerade bei uns auch, also After-Sale-Services sind bei Reisebüros und Reiseveranstaltern durchaus bekannt und beliebt bei den Produzierenden, bei den Herstellern von Tourismusdienstleistungen eher weniger. Ja, es handelt sich um eine Dienstleistung. Viel populärer und interessanter sind sogenannte Qualitätsgarantien. Ein besonders starker Stimuli im Hinblick auf das Schaffen von Vertrauen stellen eben diese Qualitätsgarantien dar. Ja, wir garantieren dir, diese Qualität, wenn du nicht zufrieden bist, geht bis zur Geld-zurück-Garantie. Dann geben wir dir das Geld zurück. Das minimiert das Risiko, insbesondere das Leistungsrisiko, auf Seiten des Kunden enorm. Und ein weiterer Garant für ein vertrauensvolles Verhältnis ist die Marke. Eine Marke kann als die Summe von Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname beim Kunden auslöst. Geht uns auch so. Ja? Um die Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden und ein Qualitätsversprechen in dem Zusammenhang abzugeben. Qualitätsgarantien, After-Sale-Services und die Marke an sich schaffen in der Leistungspolitik das Vertrauen, das Sie einer Marke entgegenbringen möchten. Das Gleiche gilt für den Preis, logischerweise. Auch der Preis kann ein Indikator für Produktqualität sein, das wissen wir. Ja? Es gibt im Tourismus sogenannte Bestpreisgarantien, insbesondere bei den Buchungsplattformen. Sehr viele Hotelkonzerne geben heute eine Bestpreisgarantie ab, die so zu verstehen ist, dass man sagt, egal auf welcher Plattform du unser Hotelzimmer günstiger findest, es wird nie günstiger sein als auf unserer eigenen Website. Und wenn du irgendwo anders das Zimmer günstiger findest, zahlen wir die Differenz zurück. Das heißt, du hast eine absolute Garantie, dass auf der eigenen Website das Zimmer zum besten Preis verfügbar ist. Ja? Dann gibt es Image-Kampagnen, Sie kennen die, mit George Clooney von Nespresso. Ja? Also da wird sozusagen Qualität suggeriert. Na, wie sonst zahlst du 84 Euro für ein Kilo Kaffee. Ja, machst du ja sonst nicht. Das heißt, du tust das, weil das irgendwie sozusagen in einem Preis-Qualitäts-Zusammenhang steht. Ja? Preise, die unter die Haut gehen. Suzuki, da wird wieder propagiert, dass wir sehr
günstige und moderate Preise anbieten, sozusagen ein Preisführer-Image im Markt erzeigen. Das heißt, Preis-Image als Indikator für die Produktqualität. Das funktioniert bei uns im Tourismus sehr gut. Hohe Preise werden mit einer hohen Produktqualität assoziiert. Da muss man halt dann aufpassen, dass man auch die Zufriedenheit dann letztendlich herstellt. Niedrige Preise werden mit geringer Produktqualität identifiziert. Das Ganze wirkt sich auf die Preiswahrnehmung aus. In der Preiswahrnehmung gibt es verschiedene Gesetze, die wir berücksichtigen sollten, wenn wir Preise ausschreiben. Da haben wir sozusagen das Größenmodul. Wie groß ist die Zahl, die der Preis zum Ausdruck bringt? Da gibt es das Weber-Fechnersche Gesetz. Kann sich noch jemand an das Weber-Fechnersche Gesetz erinnern? Was sagt das aus? Ist das Preise, die hinten 99 haben, als besonders oder billiger wahrgenommen werden als Weber? Nein, das nicht, aber da kommen wir gleich dazu. Ja? Das Weber-Fechnersche Gesetz ist, dass eine Veränderung eines Reizes, in dem Fall ein Preisreiz, ja, immer im Verhältnis, in Relation zum Ausgangspreis gesehen wird. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, eine Preiserhöhung von 1000 Euro auf 1010 Euro wird als wesentlich geringer empfunden als eine Preiserhöhung von 10 auf 20 Euro. Ja? Es sind in beiden Fällen nur 10 Euro, ja? Also der nominelle Betrag ist der gleiche, aber trotzdem ist auch klar, eine Preiserhöhung von 1000 auf 1010 wird als gering erachtet, während eine Preiserhöhung von 10 auf 20 eine maßgebliche Preiserhöhung ist. Das heißt, man könnte sagen, es geht immer darum, was ist die Basis? Genau. Immer, das Weber-Fechnersche Gesetz sagt an, dass ein Reiz immer im Verhältnis zum Basisreiz verstanden wird und in dem Fall zur Preisauszeichnung. Dann haben wir das sogenannte Reihenfolgegesetz. Was soll das bedeuten? Wie lesen wir Preise? Wir lesen sie von links nach rechts. Das heißt, an die erste Zahl erinnern wir uns, beziehungsweise die nehmen wir besonders spezifisch wahr, und die zweite und die dritte oder die vierte Zahl eher schon weniger. Das heißt, wir lesen von rechts nach links, weshalb die erste Zahl, da ist ein Einser besser wie ein Zweier oder ein Dreier. Ja? Das heißt, daher kommen dann auch oft Preise wie 199. Es steht halt gerade noch der Einser an erster Stelle. Ja? Und den Erinnerungseffekt. Ja? Wir erinnern uns, da wir die erste Zahl besser wahrnehmen als die zweite und die dritte Zahl, erinnern wir uns an die erste Zahl besser und wir sagen, naja, der 100 Euro irgendwas, ja, dass 199 eigentlich schon 200 Euro sind, vergessen wir mal ganz kurzfristig, weil ja der Einser dort steht. Ja. Dann haben wir das C-Modul, das Verwenden von gebrochenen Preisen und den damit verbundenen Image-Effekt. Ja. Ein gebrochener Preis ist immer ja, kein runder Preis. 409, 199, 4,99 Euro, ja, was halt noch nicht 5 Euro ist. Das nennen wir einen gebrochenen Preis. Ja? Ein gebrochener Preis im Sinne von Image, was drückt er aus? Günstig. Genau, es will einfach einen günstigen Preis zum Ausdruck bringen. Ja? 4,99, 2,99, 29,99 oder 199 Euro, das sind gebrochene Preise und die erzeugen das Image von günstig oder billig. Während ganze Zahlen, 200, 300, 150, Ausdruck von Hochwertigkeit sind. Das ist der Image-Effekt. Ja? Also praktisch einfach mit diesen Zahlen, mit dieser psychologischen Wirkung, kann ich Ergebnisse erzielen. Und das Hörmodul, das ist die Reihenfolge und der Erinnerungseffekt. Ja? Also wie klingt die Zahl? Ne? 9.999 klingt anders wie 10.000. Ja? Und daher erinnern wir uns daran.
Das heißt, Sie können im Rahmen der Preiswahrnehmung oder der Preisauszeichnung die Wahrnehmung der Preise durchaus psychologisch beeinflussen. Das heißt, der Preis, der sich rechnerisch ergibt für Sie in der Kalkulation, ist vielleicht nicht der optimale Preis, mit dem Sie in den Markt hinausgehen. Hier sollten Sie dann diese psychologischen Erkenntnisse der Preiswahrnehmung, im Grunde genommen ist es der Erinnerungseffekt, ja? Im Grunde genommen ist es der Reihenfolgeneffekt und dann ist es der Imageeffekt. Diese drei Effekte sollten Sie in der Preiswahrnehmung auf jeden Fall berücksichtigen. So viel zum Preis. Dann gibt es die Distributionsmerkmale im Rahmen der Präsentation und der Information über das Produkt. Da geht es über das Image des Absatzkanals. Ne? Es gibt exklusive Reisebüros, Reiseveranstalter, Vertriebshelfer, bei denen mein Leistungsangebot zur Verfügung steht. Natürlich können Sie eine Safari in Kenia über jedes x-beliebige Reisebüro buchen. Aber wenn Sie bei Abercrombie und Kent buchen, dann steht dann drunter der Supplier of Her Majesty, the Queen of England. Dann wissen Sie, aha, die ganze königliche Familie fährt mit Abercrombie und Kent auf a Safari. Und das ist halt ein exklusiver Vertriebskanal. Ja, es gibt, ich habe es selber erlebt, ich bin in die USA gefahren, natürlich für Hilton, und da haben wir eine gewisse Zielgruppe gesucht, die zu uns nach Wien kommt, und da musst halt schon dann die Reisemittler, die Vertriebskanäle suchen, die die oberen 10.000 der USA durch die Gegend reisen lassen. Da gibt es in Atlanta ein kleines Reisebüro, das musst du wirklich wissen, sonst findest du es nicht. Und das gehört, dieses Reisebüro, der Jane Fonda, sagt euch die was? Ja. Und dem Eigentümer oder dem ehemaligen Eigentümer von CNN, dem Ted Warner, also Milliardäre. Und denen gehört das Reisebüro, und dieses Reisebüro hat die Top 10.000 aus Amerika unter Kontrolle. Wo immer die sagen, fahrt hin, die fahren alle dorthin. Also die Vertriebskanäle, die exklusiven, muss man kennen. Ja? Aber dann auch die breit aufgestellten, auch eine TUI ist eine Qualitätsaussage. Wenn ich bei TUI vertreten bin mit meinem Produkt, dann hat das ein Image, dann hat das ein Niveau, dann hat das eine Qualität. Ja? Vertriebskosten, insbesondere bei kostenvorteilsgerichteten Werbstrategien, wollen wir die so nieder wie möglich halten. Das heißt, wir suchen uns günstige Vertriebskanäle. Der Distributionsgrad, also das Produkt, sollte immer dort verfügbar sein, wo es der Kunde nachfragt. Wir wollen dem Kunden, wir wollen den potenziellen Kunden das Buchen ja so einfach wie möglich machen. Ich verstehe deshalb die Diskussion im österreichischen Tourismus nicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht verstehe ich sie, die da sagen, nein, wir arbeiten mit keinen Reisebüros zusammen. Ne? Gibt es ja, wir machen nur Direktbuchungen. Es gibt Marken, die sagen, wir akzeptieren kein Reisebüro. Naja, wenn er selber so weit ist, dass er dort ist, wo der Kunde ihn haben möchte, dann finde ich das ja okay. Anderweitig würde ich das als fahrlässig erachten. Kooperationsbereitschaft, wie groß ist die Kontrolle und Einflussnahme des Absatzkanals auf den Hersteller? Das heißt, habe ich da noch das Heft in der Hand oder schreibt mir der Absatzmittler vor, konkret, was ich anzubieten habe und was nicht? Und die Flexibilität, wie schnell kann der Absatzkanal an neue Bedürfnisse im Umfeld angepasst werden? Das sind so die Kriterien in der Distributionspolitik, die ich mir sicherlich überlegen muss, wenn ich mit einem Produkt neu auf den Markt gehe und erfolgreich sein möchte. Vertikale und horizontale Vertriebssysteme, auch das ist wichtig, wie stark ist ein Anbieter sozusagen vertikal und horizontal integriert. Sie kennen das, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben heute Tourismusorte, wo ein Anbieter, dem gehört das Taxiunternehmen dort, das Busunternehmen, und der hat auch noch die Hubschrauber für die Bergwacht gesponsert und in seiner Verfügung. Der hat drei Hotels im Ort, der hat zwei Restaurants, und dem gehört nicht nur die Bergbahn, sondern auch
der Skiverleih und die Skischule. So einer ist horizontal stark integriert, sagen wir. Ja? Gegen so einen im Mitbewerb erfolgreich zu sein, ist, wie Sie sich vorstellen können, ziemlich schwierig. Ja? Es gibt dann auch in der vertikalen Integration die Leistungsproduktion, die Verkaufsorgane und der ganze Vertrieb hinaus. Auch da gibt es immer wieder Organisationen, die nach hinten oder nach vorwärts integrieren. Das heißt, nicht nur die Leistung bieten, nicht nur den Vertrieb bieten, sondern auch die gesamte Leistung. Wenn Sie heute mit TUI, liebe Freunde, auf Urlaub fliegen, dann werden Sie von einem TUI-Transfer zu Hause abgeholt. Sie fliegen mit einer TUI-Maschine in die Destination, wo Sie hinwollen. Dort werden Sie von einem TUI-Betreuer abgeholt, in ein TUI-Hotel gebracht. Und während Ihres gesamten Aufenthaltes werden Sie mit TUI-Leistungen versorgt und TUI bringt Sie auch wieder bis an Ihre Haustüre zurück. Ist dann TUI nicht horizontal? Beides. TUI ist ein Cluster. TUI ist sowohl hier integriert als auch hier integriert. Weil ich tue mir noch schwer mit den McDonald's ist ja vertikal. Ja, TUI auch. Aber TUI hat TUI. Ein Produkt oder quasi, wenn ich vertikal bin, ist es ein Produkt und horizontal. Ich habe das jetzt noch nicht ganz. Mehrere Produkte. Aber ich kann das jetzt unterscheiden. Okay, was ist TUI im Grunde genommen? TUI ist ein Reiseveranstalter. Ja? Ein Reiseveranstalter. Ja? Der ist da angesiedelt, als selbstständiges Organ. Ja? Und der hat Verkaufsorgane, seine Einzelhändler, das sind die TUI-Partnerbetriebe und der kauft die Leistung über die eigene Organisation ein. TUI wäre einfach da angesiedelt. Aber TUI ist nicht hier geblieben, wie Sie wissen. TUI hat dann sozusagen in einem zweiten Schritt nach rückwärts integriert und hat seine eigenen Hotels. Bleiben wir bei der Hotellerie. Ja? TUI hat nicht nur seine eigenen Hotels, TUI hat jetzt sein eigenes Transportunternehmen, die Flugzeuge, TUI hat, na, Restaurants haben es noch keine, aber die zwei Dinge, Beherbergung und Transport. Das heißt, sie sind sowohl horizontal integriert als auch vertikal integriert. Also sie fahren beide Integrationen. Und das hat dann zur Folge, dass wenn TUI in seiner Werbung sagt, schöne Ferien, dann schreiben die das nicht irgendwie so hin, sondern die meinen das ganz, ganz ernst. Ja? Sie wünschen ihnen schöne Ferien, weil sie alle Prozesse in ihren Ferien selber kontrollieren und daher auf eine einheitliche Qualität abstellen können. Und einen einheitlichen Preis dafür verlangen können. Ja? Und das bringt die Integration im Vertrieb. Und last but not least, im Versprechen die Mitarbeiter, das Personal. Hier wollen wir einfach die fünf Dimensionen der guten Dienstleistungsqualität gewahrt wissen. Wir wollen offene Mitarbeiter, die unsere Kunden informieren und beraten können, die da in der Lage sind. Ja. Letztes Mal bin ich wieder in einem Fünf-Stern-Hotel, sitze am Abend beim Abendessen, steht auf der Speisekarte irgendein Gericht mit einer Sauce Choron. Ich frage den Kellner, was eine Sauce Choron ist und der sagt, das weiß ich nicht. Dann sage ich, entschuldigen Sie, habe ich nicht gesagt, aber wenn man da sagt, schlaft er in der Pendeluhr oder was macht er da? Ja? Hat er nicht die Zeit gefunden, dass er sich vor dem Service bei seinem Küchenchef erkundigt, wenn er was nicht versteht, ja? Und sagt, entschuldige, das könnte ja sein, dass mir da draußen jetzt einer nach dieser Sauce sagt, was ist das? Ja? Nein, wusste er nicht. So nach dem Motto, ist mir eigentlich egal. Und wenn einer fragt, dann frage ich selber nach, dass das unprofessionell wirkt im Angesicht des Kunden und wenig Glaubwürdigkeit erzeugt, ist auch klar. Ja? Ich war im Hilton als Night Manager tätig und unser Generaldirektor ist gern dann am Abend, nachdem er gegessen hat und weiter in die Bar auf einen Goodnight Cup gegangen und dann hat er halt sein Getränk dort getrunken und am Weg ist er an der Rezeption vorbeigekommen. Ja? Und wir haben dort gearbeitet, mein Kollege und ich. Und unser Generaldirektor geht an der Rezeption vorbei und sagt, meine Herren, wie schauen wir heute aus? Ja, so gestrenge an uns gerichtet.
Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, wir haben eine Auslastung von 67,63%, Herr Generaldirektor. Danke, hat er gesagt, und ist schlafen gegangen. Wie der weg war, sagt mein Kollege zu mir, du, das stimmt ja gar nicht. Sage ich, ist ja wurscht. Ich habe kompetent gewirkt. Wenn der morgen aufsteht in der Früh, ich meine, ich habe jetzt nicht 10% daneben gelogen, ich habe schon circa gewusst, Pi mal Daumen, wie es ausgehen wird. Aber es waren halt keine 67,36, es waren 67,01 vielleicht oder knapp an 68. Aber ich sage zu meinem Kollegen, eins musst du merken, das ist dem Generaldirektor wurscht, aber der geht jetzt schlafen mit dem Gefühl, dass an der Rezeption zwei Leute sind, die das hier auskennen, ja? Die ihren Job wissen. Ja? Und das Gleiche, was ich jetzt gegenüber meinem Generaldirektor gemacht habe, können Sie mit Ihren Gästen machen. Ja? Sie steigen in der Glaubwürdigkeit, wenn Sie klar und deutlich und ohne groß und dumm reden, eine Antwort geben können, zuverlässig. Ja? Ich habe nachdem immer, das ist ein guter Ratschlag, den mir ein Manager bei Hilton gegeben hat, habe ich gesagt, Harold, it's better to be roughly right than exactly wrong. Und das hat was, ja, das hat was. It's better to be roughly right than exactly wrong. Das hat was. Und bei Mitarbeitern in der Leistungspräsentation, in der Empfehlung, suchen wir diese Merkmale. Wir suchen die Verlässlichkeit oder die Reliability. Das heißt, wenn ich dir sage, ich komme um 12, dann bin ich um 12 da. Ja, es kann nicht sein bei uns im Tourismus, dass wir sozusagen, ja, das so irgendwie beiläufig nehmen. Versprechen müssen eingehalten werden. Die Einsatzbereitschaft, die Responsiveness. Wir möchten eigentlich, dass wir Gästen unaufgefordert die Leistung erbringen. Wir wollen so einsatzbereit sein, dass wir deren Wünsche von ihren Augen ablesen, im übertragenen Sinne. Ja, das heißt, wir wollen 24 Stunden für unsere Gäste da sein. Ich hasse nichts mehr als Mitarbeiter, die keine Einsatzbereitschaft zeigen. Ich erlebe das oft in osteuropäischen Ländern, ja, wo in Kroatien an einem Vier-Sterne-Hotel steht der Bellman in der Halle, steht schon dort wie ein Polizist, grimmig, ernst reinschauend, dass du fast fürchtest, den traust du nicht ansprechen. Ja. Weil du Angst hast, du wirst verhaftet. Geht eine Dame vorbei mit einem hundschweren Koffer, ja, und schleppt sich da ab, der steht dort. Der hat nicht einmal gezuckt mit einem Muskel in Richtung des Gastes, dass er hingegangen werden sollte. Entschuldigung, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja? Nix. Keine Einsatzbereitschaft. Das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen auf Gäste zugehen. Kompetenz ist eh klar. Ja? Ich muss wissen, was ich in meinem Laden verkaufe. In dem Moment, wo ich unkompetent oder inkompetent wirke, hat der Gast ein Vertrauensproblem mir gegenüber. Der sagt, der kann mir das jetzt nicht erklären. Ja? Ich meine, in einem Restaurant, ich esse das ja, was der mir empfiehlt. Ja? Ich füge ja was meinem Körper zu. Wenn der da ungewiss daherstammelt, was das sein könnte und was das ist und er weiß nicht genau, wie das gemacht wird, um Gottes Willen, da erlebst du Sachen in der Praxis, die glaubst du nicht. In 5-Sterne-Deluxe-Betrieben, ja? In 2 Hauben-Restaurants haben die Leute teilweise keine Ahnung, um kompetent zu beraten. Dann wollen wir Einfühlungsvermögen von unseren Mitarbeitern. Das heißt, ich möchte Mitarbeiter haben, die neugierig sind, was du als Gast gerne möchtest. Die schreiben sich das auf. Die versuchen über Fragen herauszufinden, was es dann ist, was dich begeistern könnte. Und dann erlebst du das nächste Mal oder beim gleichen Aufenthalt. Ich war jetzt in einem 5-Sterne-Betrieb in Bad Kleinkirchheim, habe 2 Nächte verbracht. Am ersten Tag wache ich mit Kopfweh auf. Denkt man nichts dabei. Ja? Denkt man, musst mehr trinken, entspannst dich ein bisschen, dann geht das Kopfweh schon weg. Das Kopfweh ist nicht weggegangen. Ja? Irgendwann gegen Nachmittag, Abend, gehe ich an die Rezeption und sage, Mensch, hätten Sie zwar Aspirin für mich? Ja, selbstverständlich. Aspirin, Wasser und so weiter und so fort. Ja, ja, ich gehe mit meiner Frau Abendessen, wir nehmen noch einen Drink in der Bar. Am Abend gehe ich zurück ins Zimmer. Ich komme ins Zimmer rein, ein Tablett dort mit einem Gute-Nacht-Tee, also ein Kräutertee, der beruhigt und dich gut schlafen lässt, und
2 Aspirin auf dem Tableau. Hey, da stehst du davor und sagst, wie nett, da hat einer an dich gedacht. Da hat einer mitgedacht an der Rezeption. Ich habe das nicht bestellt, nur zu eurer Information. Ich habe das nicht bestellt. Das ist von den Leuten selber passiert und das erachte ich als Einfühlungsvermögen, Empathie. Und dann logischerweise die äußere Erscheinung. Ja? Mir hat einmal ein amerikanischer Manager bei Hilton gesagt, Harold, you never get a second chance for a wrong first impression. Und das habe ich mir einfach eingeprägt. Ja? Bei uns war das noch so, als ich gelernt habe, dass wir im 5-Stern-Hotel ja, antreten mussten und in der Früh hat der Concierge geschaut. Sind die Fingernägel sauber? Sind die Schuhe geputzt? Ist das Hemd sauber? Ja? Wenn da irgendwas gefehlt hätte, sind wir sofort zum Umziehen geschickt worden. Ja? Jetzt sagt man, das ist vielleicht, ich weiß nicht, autoritär oder nicht angemessen. Aber so sind wir, so bin ich erzogen worden. Und ich achte einfach auf das äußere Erscheinungsbild. Ja? Das hört man und sieht man überall. Wir hatten bei Hilton, bei den Telefonistinnen, kleine Spiegel ihnen gegenüber. Und während sie sprachen, haben wir gesagt, lächel dich selber im Spiegel an. Und du glaubst es nicht, man hört das. Wir haben an der Grenze zwischen Backoffice und Frontoffice bei Hilton immer Spiegel gehabt, sodass wenn du praktisch von der Reservierung onstage gegangen bist, in die Rezeption, dort wo dich jeder sehen konnte, bist du zuerst an dem Spiegel vorbei und da hast du mal hineingeschaut. Ja? Und dann bist du erst auf die Bühne gegangen und hast dein Schauspiel abgezogen da draußen. Das heißt, wir waren makellos, das war wichtig. Ja? Die Uniform war blitzeblank sauber. Das ist das, was unsere Gäste von uns erwarten. Die Art, wie wir sprechen. Ja? Es gibt Restaurants, italienische Spitzenrestaurants in Wien, da arbeiten österreichische Kellner, aber die sprechen mit italienischem Akzent. Ah, Signore, schön, dass Sie wieder bei mir sind. Ne? Also du glaubst, das ist ein Italiener, das ist ein Österreicher, der spricht nur so, weil er einfach die Atmosphäre, die du dir von einem italienischen Restaurant erwartest, lebhaft werden machen möchte da drinnen. Und das ist ja doch das, was wir schätzen. Ja? Ein gut aussehenden, meine Damen, einen gut aussehenden italienischen Kellner, der sie von vorn bis hinten verwöhnt in einem Restaurant. Hey, das ist doch was Herrliches. Ja? Äußere Erscheinung. Ja? Was spielen wir denen für ein Schauspiel sozusagen vor und wie funktioniert das? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Danke.